Ja, und damit sind wir so schon halt drauf. Mit so zwei Löchern, weißt du? Ja, die Frage kam gerade auf, wart ihr schon beim Friseur? Ich sehe nicht so aus, aber da reden wir gleich noch mal ein bisschen drüber. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Team Deutschland Athletentalk von Schritt zu Schritt oder Schritt für Schritt. Wir wollen uns mit Athleten unterhalten, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio dieses Jahr fest im Visier hatten und als großes Ziel aufgerufen haben. Aber wie wir alle wissen, ist was dazwischen gekommen und das ist gerade keine leichte Zeit, nicht nur für die Leute da draußen, sondern eben auch für unsere Leistungssportler, für unsere Besten. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden in der nächsten Stunde, so wie wir es vor zwei Wochen im ersten Talk getan haben, so wie wir es in regelmäßigen Abständen die nächste Zeit auch tun wollen, um verschiedenste Athleten aus verschiedenen olympischen Sportarten kennenzulernen, einen Einblick in ihren Trainingsalltag zu gewähren und auch mal zu zeigen, dass Athleten sich auch untereinander ein bisschen kennenlernen und gucken, so, wie läuft es bei dem, was hat er für Möglichkeiten, was kann ich mir da vielleicht von abschneiden, aber eben auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt im Leistungssport zu Hause sind, aber einfach mal zu zeigen, wie tickt so ein Leistungssportler, wie verrückt sind die oder wie verrückt müssen die sein, dass die ihrem Hobby so viel Wichtigkeit beimessen, dass sie im Grunde genommen 24 Stunden am Tag Vollblutsportler sind und im Umkehrschluss dann eben als Profi von Wettkampf zu Wettkampf unterwegs sind. Und da haben wir als Ersten den Slalomkanuten und Weltmeister Franz Anton. Schönen guten Abend, Franz. Als Nächsten haben wir den Weltmeister 2017 und Judoka Alexander Wiczerczak. Richtig ausgesprochen. Hallo. Wir haben es gerade geübt. Ja, du darfst auch nichts anderes sagen. Und als Dame in dieser Viererrunde haben wir Elisabeth Brandau, Mountainbikerin, EM-Dritte 2019. Hallo Elisabeth. Schönen guten Tag. So, damit sind wir komplett. Die erste Frage, die ich immer gerne stelle, kennt ihr euch untereinander? Noch nicht. Nein. Noch nicht. Nach dieser Stunde werden wir zusammen in Urlaub fahren, wenn das wieder möglich ist. Ich hoffe es. Ja, das ist immer dann nach Japan, oder? Ja, dann nachher. Ja, das wär großartig. 2021, ne, das ist leider verschoben worden. Franz, du warst schon bei den Olympischen Spielen in Rio. Schwärmen den beiden anderen doch mal vor, was den Spirit von Olympia ausmacht. Also was kannst du berichten, was macht es so besonders? Ich glaube, dafür reicht die Zeit ja nicht. Also was macht das besonders? Na, dass so viele Menschen, die gleich ticken sozusagen, an der gleichen Stelle versammelt sind und aus allen Ländern der Welt kommen. Und dass es geht zwar, wenn ein Wettkampftag ist, um den Wettkampf, aber wenn eben kein Wettkampftag ist, dann geht es auch darum, sich mit den anderen auszutauschen und die kennenzulernen und dann vielleicht Freundschaften fürs Leben zu knüpfen. Und die Dimension, die man da einfach so sieht, das ist nun nicht vergleichbar mit irgendwelchen normalen Wettkämpfen, sondern es ist eben alles mal 10 oder mal 100 gefühlt. Und das ist was, was schon einen beim ersten Mal definitiv und beim zweiten Mal sicherlich auch nochmal erschlägt, wenn man das erleben darf. Das finde ich schon beeindruckend. Ja, ich durfte es 1996, 2000 mal erleben. Es ist genau so, wie du beschreibst. Es ist, muss man einfach mal erlebt haben. Und das ist natürlich jetzt dann eine ganz doofe Zeit, wenn man dem alles untergeordnet hat. 2020 Tokio mehr oder weniger fest im Visier hat. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Ich stelle natürlich Fragen, aber liebe Zuschauer, Zuhörer, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, Facebook, YouTube, unter den Hashtags Frag Elisabeth, Frag Alex oder Frag Franz. Na, da muss ich als 45-Jähriger immer gucken, Hashtag Frag und so genauso heißt es. Ihr kennt euch da besser mit aus. Aber wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn eine Frage aufkommt, die wollen wir dann gerne weitergeben, wenn sich's ergibt und wollen dann gerade mal, da ist es eingeblendet, ist der Wahnsinn, ne? Also was hier Multimedia alles so möglich macht. Das ist ja jetzt auch eine ganz neue Situation, dass wir uns, das was du gerade angesprochen hast, Franz, dass man sich da trifft, dass man andere Sportler kennenlernt, ja, mit denen in Kontakt kommt, das läuft jetzt hier mehr oder weniger vor dem heimischen Computer, Alex. Wie ist die Situation gerade für dich, wenn du mehr oder weniger zu Hause bist? Zum Training kommen wir gleich noch.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Also ich hatte, glaube ich, sowas noch nie in meinem Leben gehabt, dass ich einfach so viel Freizeit habe wie in den letzten paar Wochen oder in den letzten paar Monaten. Also ich bin ja mit 14 bin ich nach Kaiserslautern gegangen, auf eine Eliteschule des Sports, und dann fing dort wirklich mein Leistungssport an, indem ich halt 2 bis 3 Mal am Tag trainieren konnte und nebenbei halt wirklich die Schule gemacht habe. Und seitdem immer on fire, immer unterwegs, Hälfte des Jahres bin ich immer im Ausland. Die einzige Zeit, wo man ein bisschen frei hat, ist halt über die Weihnachtszeit und Silvester, aber am 2. Januar geht es halt gleich wieder los. Und auf einmal kam so ein Einschnitt und es hieß, der Kraftraum ist zu, der Olympiastützpunkt hier in Köln ist zu, alles hat zu und jetzt bleibt erstmal ein paar Wochen zu Hause. Wie lange? Ungewiss. Und das war so das erste Mal, wo sich auch jeder Leistungssportler, oder wo ich mir die Gedanken gemacht habe, boah, sowas hatte ich ja noch nie in meiner Karriere. Ich war noch nie über einen längeren Zeitraum als ein paar Wochen irgendwie in Anführungszeichen alleine gelassen, ohne einen Trainer, ohne irgendjemand anderen. Natürlich wurden wir dann nach ein paar Tagen, haben wir unsere Trainingspläne bekommen, wir haben unser Training zu Hause gemacht oder halt das, was möglich war. Aber erstmal war das halt ein Riesenunterschied und das musste man erstmal ein paar Wochen verkraften. Jetzt ist man natürlich ein bisschen angelangt, wo wir seit ein paar Wochen auch mit riesen Hygienevorschriften in den Kraftraum reingehen können, aber auch nur zu zweit. Und es trudelt so langsam ein bisschen der Alltag rein. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein Riesenunterschied zu, wie es damals war. Ja gut, bei dir ist natürlich der Sportart geschuldet, ne? Kontaktsportart auf der einen Seite, dann Kraftraum ist ja auch nochmal so eine ganz andere Sache. Jetzt bei Elisabeth würde ich sagen, ne, du bist auf dem Rad unterwegs, da ist doch alles Duft, oder? Ja, also trainingstechnisch hatte ich eigentlich gar keine Einschnitte, außer dass mir die Zeit im Gegensatz dann zum Alex eigentlich total gemangelt hat. Ich habe halt 2 Kinder, die konnten dann nicht mehr vormittags in die Kita und bin eigentlich dann rund um die Uhr schon bedient und so halt dann noch mehr. Mein Mann hat mehr Arbeit gehabt im Handwerk, also den konnte ich dann auch nicht noch mehr einspannen. Aber wir konnten draußen eigentlich weiter trainieren. Ich trainiere eh meistens alleine, weil ich vormittags auch trainiere und meinen eigenen Plan habe. Kraftraum habe ich eigentlich alles selber zu Hause, so hinterher, man sieht ein paar Bälle und mein Zeug alles schon seit meiner ersten Schwangerschaft, weil ich da eigentlich dann eh wusste, also wenn ich weiter trainiere, muss ich alles zu Hause machen, weil ich oft quasi schon, bevor die Kinder in die Kita gehen, von 6 bis 7 eine Trainingseinheit indoor quasi mache, dass ich dann danach noch irgendwann die 2. am Vormittag schaffe. Und somit war ich da eigentlich nicht eingeschränkt. Unsere Wettkämpfe fielen weg und ich bin schon auch jemand, der gern viel weg ist. Also auch, wie er sagt, schon von klein auf, auch wenn ich Pausen hatte, arbeitsbedingt war ich aber immer außer Haus. Also ich war nie jemand, der gern länger zu Hause ist. Und trotz meinen Kindern genieße, wenn ich doch mal auch im Trainingslager oder im Süden oder auf Wettkämpfen bin. Und das ist, fällt halt weg. Und man merkt es jetzt schon immer mehr, dass man auch die Kontakte auch zu den anderen Sportlern, auch wenn es die Konkurrenz ist, das Leben drumherum einfach doch auch einem fehlt. Ja, gerade mit Kindern ist es ja eine ganz krasse Zeit, ne? Wie alt sind die? 3 und 5. Und also, die gehen normalerweise zur Kita? Ja, also der Kleine war in der Kita, der ist jetzt im Kindergarten, also eigentlich wäre jetzt Eingewöhnung Kindergarten gewesen und beide hatten Geburtstag, wir konnten auch keinen Geburtstag feiern, es war alles so ein bisschen, also für die Kinder, glaube ich, schlimmer zum Verstehen wie für uns, also obwohl manch einer es auch nicht versteht, aber es war so, ein bisschen organisatorisch erstmal schwer. Also man ist halt erstmal nicht in ein Loch gefallen, dass man nichts zu tun hat. Man musste erstmal aus dem Loch gucken, wie organisiert man sich neu. Und auch weil die Wettkämpfe wegfallen und immer noch nicht genau wissen, wann internationale Wettkämpfe sind, was in Deutschland geht, was nicht, ist auch schwer trainingstechnisch, da sich einen Plan auf die Beine zu stellen. Denke ich bei euch auch. Man arbeitet vielleicht an der Technik oder an der Kraftkomponente noch, aber irgendwie das Ziel ist halt jetzt erstmal weiter weg. Ja, das mit den Kindern, das ist immer ganz spannend. Ne? Wann hast du denn dann trainiert? Also wenn du hast ja keine Zeit. Also du musst dich da ja die ganze Zeit drum kümmern und wenn sonst eine Betreuung stattfindet, wo du trainieren könntest, was machst du da? Sperrst du die im Zimmer ein und sagst, hier, Tafel Schokolade, in 2 Stunden bin ich wieder da? Nein, ich habe eine Woche noch den Plan fertig durchgezogen, wo dann aber wirklich klar war, jetzt kommt der Lockdown, habe ich dann erstmal 2, fast 3 Wochen
eigentlich keinen Plan mehr gehabt. Ich habe auch meinem Trainer gesagt, ich habe keinen Bock und keinen Nerv, gerade irgendwas tun zu müssen. Ich war dann ab und zu mal eine Stunde laufen und übers Wochenende hat dann meine Eltern wohnen nebenan und da konnte ich dann am Wochenende mal 2-3 Stunden rausziehen, wo ich Zeit gebraucht habe, auch für mich einfach, sonst würde ich das auch nicht persönlich hinkriegen. Also ich brauche einfach meinen Sport auch. Und dann hat man sich halt arrangiert, also morgens halt oder dann abends, wenn dann mein Mann da war. Und jetzt habe ich langsam so ein bisschen einen Plan drin, dass das funktioniert. Und seit der Woche jetzt habe ich wieder 3-4 Stunden Betreuung bekommen über die Notbetreuung, weil halt mein Mann auch im Handwerk arbeitet und nicht im Homeoffice. Und ja, wir halt quasi uns immer irgendwie abwechseln haben müssen, wie es andere Eltern auch mit Kindern machen, auch die im Homeoffice arbeiten. Die einen arbeiten morgens, die anderen abends. Ist ja auch ein Job halbwegs für mich, also der Sport dann, wenn man es so sieht. Ja, ja, klar. Halt wenige Stunden, also ich habe eh schon immer nur, also wenn ich mal 15 Stunden hinbekomme fürs Training, bin ich schon an der Kante, wenn ich mal, ich kann mal 2-3 Wochen 20 bis 25 Stunden raushauen, aber danach brauche ich wieder Zeit, um alles andere, auch Wäschekörbe nachzustapeln. Das sind immer so Sachen, wo ich halt gar nicht mag. Das schiebt sich dann, also von dem her ist so 15 Stunden ist eh bei mir so ja, also ein kompletter Vollprofi-Umfang ist bei mir gar nicht mehr so drin in dem Sinne. Ja. Wer sagte was? Nee, Franz, wie viele Stunden trainierst du die Woche? So, circa 20, würde ich sagen. Okay. Also, ja, reines Training jetzt und dann ein bisschen Physio und Auswertung oder sowas noch dazu. Ja, das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Ne? Ich kenne euch ja im Grunde genommen in Aktion nur aus dem Fernsehen. Und dann sehe ich euch da durch den, wie heißt der, Kanal? Wildwasserkanal, ja. Wildwasserkanal fahren. So viele Anlagen gibt es da ja nicht. Ne? Ich habe sowas auch noch nie live gesehen, rein zufällig. So, wie bist du zu dem Sport gekommen? Ich habe früher in Meißen gewohnt, bei meinen Eltern. Und da hat der lokale Verein, der Kanu-Club Meißen, einen Schnupperkurs angeboten. Und wir haben zwar auf dem Dorf gewohnt und ich war auch viel draußen, aber ich habe auch viel vom Computer gespielt. Und da hat sie irgendwann gesagt, so Junge, jetzt reicht's, wir machen irgendwas mit dir. Und da bin ich im Prinzip dahin gegangen oder dahin gezogen worden mit meinem Bruder zusammen. Und das hat mir Spaß gemacht, weil du warst in der Natur und das irgendwie im Wasser planschen so ungefähr. Und dann sind wir schnell ins Trainingslager gefühlt, also recht zügig in die Tschechei. Und wenn du dann als kleiner Stift mit anderen Gleichaltrigen im Zelt schlafen darfst, für 2 Wochen weg von zu Hause, das finden manche zwar nicht cool, aber ich habe das halt richtig genossen. Genau. Und dann bin ich dabei geblieben. Ja, wunderbar. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, weil du heißt mit Vornamen wie mein Vater und mit Nachnamen wie mein Sohn. Nicht, dass ich da durcheinander komme. Du bist nicht der Erste und der Letzte, den das wahrscheinlich verwechseln wird. Ja. Nee, aber gut, meine Kinder, die kriege ich ja sowieso nicht geregelt. Ne? 3 Kinder, da kommt man schon mal durcheinander. Ich spreche die grundsätzlich mit falschen Namen an, aber gut, das ist ja normal, wenn man da mal durcheinander kommt. Ne? Bei meiner Mutter war das früher so, dass sie mich auch mal Akito genannt hat oder so. Ob Hund oder Sohn, mein Gott, nein. Also, jetzt haben wir natürlich diese schwierige Situation mit dem Coronavirus. Die Wettkämpfe sind abgesagt worden. Franz, wie motivierst du dich? Für welches Ziel trainierst du jetzt? Momentan. Wie stehst du morgens auf? Momentan gibt es kein Ziel, außer dass es eben heißt, dass die Olympischen Spiele nächstes Jahr stattfinden, wobei ich das aufgrund der aktuellen Situation irgendwie auch noch, oder das steht ja auch noch so ein bisschen in Sternen, das müssen wir ja, wenn wir das in Deutschland in den Griff kriegen, heißt das ja nicht, dass die trotzdem stattfinden, weil es gibt ja noch ganz viele andere Länder und da muss es ja auch alles passen. Und ansonsten muss ich sagen, dass ich die Zeit, ich bin am 16. März aus London wiedergekommen und da ging das ja alles schon richtig los in Deutschland und wenige Tage später hat man dann den Lockdown sozusagen gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich das aber genutzt, um sozusagen mich zu erholen. Ich habe wirklich auch so wie du, Elisabeth, kein Training gemacht. Das war mit dem Trainer abgestimmt. Wir haben gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, weil die Wettkämpfe werden alle abgesagt. Es gibt gar keinen Plan, bis wohin wir jetzt wie fit sein müssen. Und das war so ein bisschen die erste Zeit, die ich eigentlich seit 2 Jahren nutzen konnte, um mal sozusagen dem Körper wirklich Erholung zu geben. Und deswegen ist jetzt überhaupt kein Motivationsproblem, weil ich mich einfach freue, wieder voll loslegen zu können und einfach so ein bisschen gestärkt, finde ich, aus der Sache rauskomme, weil ich meinem Körper einfach Erholung
geben konnte. Das ja, gebe ich mal in die Runde. Ja, also ne, finde ich auch. Ihr seid ja in so einer Maschinerie, wo es wirklich Schlag auf Schlag kommt, immer wieder Wettkämpfe, Quali-Wettkämpfe und was da alles zugehört. Und irgendwelche Verletzungen auszukurieren, ist natürlich auch unglaublich schwer. Alex, ich weiß gar nicht, wie das ist bei euch mit den Verletzungen. Das ist doch echt brutal, oder? Ja, also klar, Judo ist eine Kampfsportart und da geht man natürlich ordentlich rein, aber zieht natürlich auch viele Verletzungen mit sich irgendwo. Und wir haben halt so viele Turniere, also irgendwie fast normalerweise, wenn alles ganz normal läuft, haben wir jedes zweites, drittes Wochenende irgendwo auf der anderen Seite der Welt irgendwo ein Turnier. Also man kann wirklich eigentlich locker auch von Woche zu Woche auf irgendein Turnier hinfliegen. Und wenn dann eine kleine Kapsel irgendwo am Finger kaputt ist oder halt irgendwas wehtut, dann wird natürlich ja weniger oder nicht richtig auskuriert. Und der Franz hat es ja gerade eben richtig gesagt, bei uns geht es irgendwo genauso. Ich konnte mich regenerieren, ich konnte mich ein bisschen erholen. Ich konnte ja sowieso zu Hause nicht so trainieren, wie ich es sowieso am Olympiastützpunkt machen würde. Das heißt, wir sind natürlich runtergefahren vom Training her, von der Intensität. Vor allem von der Intensität sind wir komplett runtergefahren, konnten aber zu Hause ein Erhaltungstraining machen. Aber ich versuche auch auf jeden Fall aus der ganzen Sache, sag ich mal, gestärkt rauskommen, ohne Verletzung, ohne nichts, mit einer großen Motivation was zu erreichen. Und ich glaube, wir dürfen nicht in Deutschland immer so negativ denken und vielleicht einfach mal das Positive draus rausziehen und danach einfach das Beste draus machen. Ist das eine Sportlermentalität? Das Positive sehen? Muss man das mitbringen, um in der Weltspitze anzukommen? Ja, bei mir auf jeden Fall. Ja, man braucht ja das Vertrauen auch. Also ohne Vertrauen, also ohne positiv denken, hast du ja auch kein Vertrauen, dass du es kannst oder dass du es durchziehst. Also ich fand am Anfang auch, ich war nicht am Anfang gleich, dass man die Olympischen Spiele absagt. Ich habe halt gedacht, gut, wenn jetzt 3 Wochen, 4 Wochen halt eine schwere Trainingszeit ist, das schadet eigentlich keinem Sportler, mal Pause und dann ein bisschen laufen zu gehen und halt Alternativsport zu machen, denke ich, weil wir machen den Sport so lang. Eine Technik, klar, verlernst du, oder beim Turnen habe ich jetzt schon mal ein bisschen mitverfolgt, dann gibt es mal Muskelkater, wenn man wieder anfangen kann, aber ich habe das eigentlich auch erst so gesehen, man kommt vielleicht mental auch stärker raus, aber natürlich, wo dann, man hat es dann von Tag zu Tag und Woche zu Woche, war es dann klarer, was das für ganze Konsequenzen hat, aber am Anfang habe ich auch erst gedacht, ja, jetzt mal 2, 3 Wochen weniger zu tun, wird wahrscheinlich kein Sport mehr schaden, also ich bin nach jeder Schwangerschaft besser geworden. Oh, da kommen noch viele Kinder, sehe ich gerade. Ja. Organisatorisch nicht, nein. Kennst du etwa keinen Muskelkater, weil du das so auf die Turner bezogen hast? Doch, nein, kenne ich auch. Habe ich jetzt auch, wo ich mit Krafttraining neue Übungen gemacht habe. Aber ich konnte ja weiterhin draußen trainieren. Ich habe keinen Unterschied gemerkt und mir war das im ersten Moment auch nicht so bewusst. Ich habe halt gedacht, gut, man könnte jetzt bei den Schwimmern, die konnten nicht ins Schwimmbad, habe halt gedacht, ja, dann gehen die halt laufen, das ist auch ein Ausdauertraining. Ich tue auch, wenn es regnet, manchmal eher laufen, wie Radfahren gehen, aber ich habe trotzdem noch nie dann wieder vom Radfahren Muskelkater bekommen. Also, und ich bei den Turnern habe ich beim Artikel halt gelesen, dass die dann wieder das erste Mal in die Halle sind und halt dort Muskelkater bekommen haben, wo sie jetzt halt wahrscheinlich nicht zu Hause haben trainieren können, bei alle Übungen, also weil das ja ganz anderes Komplexität ist. Also, aber ob das dann geschadet oder positiv war, mal 3 Wochen das nicht zu machen, sehen wir ja. Also die meisten Verletzungen kommen doch eigentlich, wenn man überlastet ist. Also habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Körper doch dann freiwillig sagt, hey, ich brauche jetzt mal Pause, ich mache jetzt lieber mal ich tue mich halt kaputt machen. Also kann auch eine Chance sein. Ne? Jetzt haben wir dieses Datum 2021 da stehen. Franz sagte gerade schon, ob das wirklich so stattfindet, sei mal dahingestellt. Wie sehen es die beiden anderen? Steht das für euch fest, dass die Olympischen Spiele im nächsten Jahr stattfinden? Ich finde gut, dass man jetzt ein Ziel hat. Also ich hatte irgendwie die Angst, dass die Olympischen Spiele, also in 2020, erst paar Wochen vorher absagen. Ne? Weil man hat ja irgendwie erstmal in Japan nichts über Corona gehört. Es hieß irgendwie, es wurde da keiner infiziert und das ganze Olympische Komitee hat sich ja lange, lange draus geredet. Und dann irgendwann kamen die halt dazu und haben gesagt, ja, wir verschieben das. Und das war für mich wirklich so eine Erfüllung. Weil jetzt hat man halt wirklich ein Ziel. Stell mal vor, man hätte sich jetzt wochenlang irgendwie vorbereitet auf höchstem Niveau,
was gar nicht geht. Und dann würden die zum Beispiel die Olympischen Spiele 3-4 Wochen vorher absagen. Und das wäre halt ziemlich, ziemlich schlimm. Was gut für mich ist und auch generell für meine Motivation auch gut ist, wir haben jetzt langsam auch ein Ziel, ja, auch wenn das lange ist, 2021, aber man hat ein Ziel, auf was man trainiert. Und ob die dann im Endeffekt stattfinden, wissen wir alle nicht. Aber ich meine, ja, man muss es hoffen und man muss versuchen, einfach das Beste zu geben. Und ich denke, wenn die Olympischen Spiele stattfinden, dann sind wir alle fit. Elisabeth, für dich auch. Ich meine, du bist jetzt 34, zwei Kinder. Eigentlich wolltest du ja deine Karriere. Ja, ich meine, mein Großer kommt nächstes Jahr in die Schule und ich habe gesagt, ich hätte eigentlich ein Jahr gern noch ohne Schule, wo ich auch den Kindern noch widmen kann. Und gleichzeitig bin ich bin jetzt dank der Sporthilfe eigentlich besser aufgestellt, aber davor habe ich halt komplett bis jetzt allein auf meine Sponsoren gestellt gewesen, was natürlich auch wirtschaftlich jetzt schwierig ist, noch ein Jahr weiterzuziehen. Aber jetzt muss man halt sehen, wie das halt auch andersseitig alles weiterläuft und organisatorisch. Aber das Ziel, dass es jetzt überhaupt mal die Aktion ist, dass 2021 verschoben ist, ist schon gut. Wie Franz skeptisch ist, war ich von Anfang an, weil man weiß ja die Hintergründe, wie dass die Wohnungen teils verkauft sind und der finanzielle Background und die Sponsoren. Und da war ich halt schon so, ich dachte, okay, jetzt haben die das unter Druck abgesagt, aber haben eigentlich wahrscheinlich noch nichts geregelt. Und man hat es ja dann, glaube ich, vor 2-3 Wochen gab es dann nochmal ja, organisatorische News, ob und wie und ob es stattfindet. Wir werden daraufhin trainieren, ich werde weitermachen. Also ich werde man muss ja auch sehen, was mal kommt nach dem Sport, berufliche Geschichte, bin ich zwar ausbildungstechnisch super aufgestellt, bin selbstständig, aber muss ja alles auch organisieren und erst später dann in Anlauf bringen. Das war eigentlich alles dann nächstes Jahr geplant, aber ja, gucken wir mal. Wie ist denn der Stand der Qualifikation bei euch? Also das war ja noch nicht abgeschlossen oder warst du damit schon durch? Nee, also wir hätten noch 2 Wettkämpfe gehabt und die Wettkämpfe, also denke ich, werden sie nächstes Jahr machen. Also ich hoffe es, also bis 15. Mai, ich habe eigentlich gedacht, vielleicht ist es jetzt schon draußen, hieß es, dass der UCI Mountainbike-Kalender jetzt ab September nochmal was rauskommt mit 4 Weltcups und einer Weltmeisterschaft. Den Straßenkalender haben sie ja quasi auch jetzt rausgedrückt, da sind ja an einem Wochenende 3 verschiedene Klassiker. Ich denke halt, dass es da eher auch um finanzielle Dinge geht. Also es ist eigentlich schön gesagt, dass wir eigentlich die Werbebanner sind, die durch die Gegend fahren. Also für die Sponsoren ist halt wichtig, für die internationale Fahrradunion ist wichtig, also für die UCI, dass halt was passiert, weil die leiden halt auch wirtschaftlich, weil die Wettkämpfe alle wegfallen. Und wie es jetzt bei uns mit Mountainbike ist, ob sie es schaffen, 4 Weltcups plus noch eine WM dieses Jahr, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus und trainiere jetzt so, dass man ab September, sag mal, guckt, dass man auf internationalem Niveau ist. Wie das sich dann aber in die Qualifikation reinspielt und wie das ist, weil ja auch die Dopingkontrollen alles nicht so durchgeführt worden ist und andere Länder ja auch unterschiedliche Zustände haben, weiß ich jetzt nicht, was das dann nachher, ob die Rennen reingezählt werden oder mitgezählt werden oder ob die sagen, okay, das ist jetzt einfach Show go on, wir machen Wettkämpfe und Qualifikation wird einfach ein Jahr verschoben, einfach, dass man sagt, man macht 2020 einen Strich durch und macht dann 21 weiter, da wo es aufgehört hat. Weiß ich nicht, habe ich keinen. Aber okay. Es wäre eigentlich sinnvoller. Ja, Franz, Alex, bei euch gibt es einen Nationenplatz, oder? Es fährt immer nur einer in eurer Gewichtsklasse oder in eurer Bootsklasse. Ist das richtig? Bei uns ist es genauso. Bei uns, also bis 81 Kilogramm, wir haben eigentlich so ein Luxusproblem in Deutschland, weil ich bin nicht der Einzige, der sich jetzt bei den Olympischen Spielen eigentlich qualifizieren würde, sondern es gibt noch einen anderen Athleten, der ist in der Rangliste zum Beispiel ganz weit vorne. Und im Endeffekt muss sich der Verband entscheiden, wer fährt, ob jetzt mein Konkurrent oder ich. Der hat sich aber jetzt Ende Februar für den anderen Athleten entschieden. Das heißt, Stand Februar oder eher gesagt Stand sogar heute, wäre ich bei den Olympischen Spielen nicht dabei. Deswegen sage ich ja, die Verschiebung von den Olympischen Spielen eigentlich ein Gottesgeschenk für mich, weil ich dann wahrscheinlich eine Riesenchance bekomme, mich da nochmal so zu beweisen, wenn die nächsten Turniere jetzt anfangen stattzufinden und dann einfach eine Riesenchance habe, trotzdem bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Deswegen, im Endeffekt darf nur einer
auf die Olympischen Spiele, obwohl sich sogar zwei qualifiziert haben, darf im Endeffekt nur einer zu den Olympischen Spielen fahren. Ja, krass, ist, ne? ist im Endeffekt halt ein bisschen unfair, ja. Aber im Endeffekt sind es Regeln und wenn es so ist, dann ist es so. Ich meine, die Japaner, die könnten wahrscheinlich, die haben drei oder manchmal in manchen Gewichtsklassen vier Leute, die zu den Olympischen Spielen fahren könnten, weil Japan ist einfach, ja, da macht einfach fast jeder Judo, ist einfach wie hier in Deutschland Fußball und im Endeffekt darf auch nur ein Japaner zu den Olympischen Spielen fahren. Also im Endeffekt ist es ja schon gerecht, jede Nation ein Athlet, aber man muss sich halt qualifizieren. Also ihr habt es nicht, dass ihr für die Wettkämpfe mehrere Plätze pro Land einkämpfen könnt. Also bei uns ist so, die beste Nation kriegt drei und dann zwei und dann ein Platz. Das ist bei euch nicht so im Judo. Nee, wir haben das bei uns, glaube ich, so ähnlich wie beim Tennis. Bei uns gibt es Grand Prix, Grand Slams, eine WM und eine EM. Und da sammelt man einfach von Woche zu Woche, also wenn man auf die Turniere fährt, Punkte. Es gibt eine Weltrangliste, es gibt eine Olympiarangliste. Und bei der Olympiarangliste ist zum Beispiel so, dass genau vor einem Jahr vor den Olympischen Spielen gibt es 100% Punkte und das zwei Jahre vor den Olympischen Spielen 50% Punkte. Und dann werden die Punkte einfach zusammengezählt und im Endeffekt gibt es eine Olympia-Weltrangliste und dann dürfen meistens, glaube ich, bei den Männern die ersten 18 fahren. Und wenn jetzt unter die ersten 18 zwei deutsche Athleten in der Rangliste sind, obwohl die einer, sag ich mal, die besten Judokas sind, darf man im Endeffekt einer fahren. Tja, müsste Leichtathleten werden. Da dürfen wir nicht. Okay. Danke für den Tipp. Super. Ich habe da Kontakte. Ich kenne guten Sportplatz. Ich geh gleich laufen. Ja, Franz, bei euch ist das ähnlich, ne? Ja, ziemlich ähnlich. Also wir haben auch die besondere Situation gehabt, dass ich mit dem Sideris Tasiadis, das ist ein Augsburger Kontrahent von mir, in Deutschland im Prinzip führend war. Also wir haben 2018 zum Beispiel, bin ich Weltmeister geworden und er Drittplatzierter. Jetzt in 19 hätten wir eigentlich die Qualifikation oder den Quotenplatz holen sollen müssen und haben das aber nicht geschafft. Es hat uns zur Weltmeisterschaft einfach da, weiß nicht, was das Problem war, irgendwie ein Kopfproblem. Wir haben uns das ganze Jahr über duelliert und haben da eigentlich jedes Mal eine Medaille geholt. Und dann zur WM haben wir da so richtig verschissen und haben es überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Und ja, ich war Weltmeister und er ist aber Weltranglisten-Erster zum Beispiel im Moment. Also sodass man da eigentlich gar nicht entscheiden kann, gerade aufgrund irgendeiner Platzierung, wer wie jetzt fahren könnte. Und eigentlich wäre ich auch jetzt aktuell in London bei den Europameisterschaften. Morgen würden die eigentlich eröffnet werden. Und dann gäbe es noch eine Streckenvorfahrt. Und im Prinzip am Freitag würde dann der Wettkampf losgehen. Und am Samstag wüssten wir, ob wir überhaupt bei den Olympischen Spielen starten würden, weil der Quotenplatz sozusagen jetzt der letzte Verbliebene noch vergeben würden wäre zwischen Russland, Italien und Deutschland. Und dann wurde ja das alles abgesagt. Und dann hat im Prinzip so eine Sonderregelung gegriffen, dass die Nation mit dem besten Weltranglistenplatz den Platz zugesprochen bekommt. Das ist eben, weil wir als Deutschland jetzt auf Platz 1 und ich bin auf Platz 3 in der Weltrangliste, hätten wir den Platz bekommen. Aber da wissen wir zurzeit auch nicht, ob das jetzt noch aktuell ist. Und zumal, also ich aus Sportlersicht finde ich es einfach fairer, wenn die Zeit noch da ist, um Wettkämpfe durchzuführen im Vorfeld, dann würde ich da gerne lieber sozusagen so den Sieg erringen, als dass ich das über irgendein Reglement zugesprochen bekomme und gar keinen Wettkampf hatte, um das zu beweisen, auch dass ich das sozusagen verdient habe. Und das wäre so, dass, also darauf warten wir gerade alle, wann irgend so ein Wettkampf stattfindet, der im Prinzip den Quotenplatz vergibt. Weil das wissen wir alle gar nicht gerade. Na, da hängen ja alle so ein bisschen in der Luft. Ne? Dann muss man sich mit irgendwelchen Träumen, Hoffnungen, ja, fernen Zielen irgendwie aufrechthalten. Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Jetzt überlege ich dir, was kommt jetzt. Nichts Schlimmes. Franz, du warst in Rio dabei. Erzähl mal ein bisschen was von der Einkleidung. Wie funktioniert das? Also man sieht ja immer nur, ey, die sind ja top ausgestattet, sieht super aus. Ne? Ich habe mich immer gefreut wie so ein kleines Kind, wenn ich dahin durfte. Sieht man das? Nee, ne? Die ist von Rio gerade. Okay. So, und also bei mir war das so, als ich da hinging, das war so eine große Bundeswehrhalle, da kriegte jeder so ein Couponheft in der Hand, da waren so 40, 50 Zettelchen drauf und da musste man von einem zum anderen gehen und konnte alles einladen. Das war so wie,
Hauptgewinnpreis ausschreiben. Ist das mittlerweile immer noch so? Oder hat sich das ist genau so. Du kriegst zwei riesen Einkaufskörbe, kriegst einen Laufzettel und dann gehst du in eine Halle und du denkst, meins. Meins, genau. Und dann gehst du lang und ziehst das an und passt oder passt nicht und dann wird halt wird das reingeladen und der Koffer, der Einkaufskorb, der wird immer voller und voller und irgendwann brauchst du Hilfe eigentlich, um den zu schieben. Und ja, du freust dich natürlich, dass du das ganze Zeug auch erhältst und dann auch tragen darfst. Ja, ist Wahnsinn, ne? Ist Wahnsinn. Ist auch super, super ein geiles Gefühl, wenn man da ankommt und es dann das erstmal auspacken darf. Ja. Und dann wird es auch, das war halt das Interessante, von unserem Verband gibt es jetzt nicht ganz so viele Klamotten, sodass wir da die große Auswahl hätten. Ja. Aber du bist ja dort komplett eingestattet oder ausgestattet. Und dann gibt es ja den Kleidungskatalog, also was du anziehen musst, wenn du da und dahin gehst oder wenn du Interview hast oder, also gut, auf das Siegertreppchen ist klar, was du da anziehst. Aber im Prinzip für viele Anlässe gibt es dann einen bestimmten Auswahl, was du eben anziehen solltest. Und das dauert so 2 Tage, bis man das so drin hat. Und dann siehst du aber auch sofort so, welche Nationen halt rumlaufen. Und das ist auch schon schön, weil alle gleich sozusagen das präsentieren. Er hat was Feierliches. Ne? Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass wir mal hier ein Foto sehen von Trommelwirbel. Ich bin jetzt gerade mit der... Da, oh, wer ist denn das? 1996, 21 Jahre, der junge Knirps da. So sahen wir aus, als wir nach Atlanta gefahren sind. Schön beige Hose, hellblaues Sakko. Das habe ich nachher bei der Arbeit auch getragen. Also ich war total dankbar, also ohne Adler, den konnte man da abfriemeln. Aber das war echt gutes Zeug. Haben wir von dir auch noch ein Foto, Franz? Du bist aber nicht die Rechte da, oder? Wie bitte? Ein Traum. Guck mal hier. Ich habe den Hut, den habe ich sogar noch im Keller. Ah. So sieht es aus, ne? Und der passt wie angegossen. 4 Jahre später, ich gehe mit der Zeit, da hatte ich diesen Hut. Und ich weiß nicht, ob in den 4 Jahren mein Kopf geschrumpft ist. Der passt überhaupt nicht mehr. Aber der 96er Hut passt. Ich glaube, ich habe alles hier in die Muskeln rein trainiert. Da ist der Kopf geschrumpft. Jetzt passt der 96er wieder. Nee, das ist echt schön, das erleben zu können. Ne? Und weil man ja auch echt viel Zeug braucht, viele Klamotten, jetzt nicht nur für Olympia. Wie materialintensiv sind eure Sportarten, Alex? Eine Matte wird gestellt, ne? Die müsst ihr nicht mitbringen, aber wie viel Geld musst du aufwenden, um deinen Sport ausüben zu können? Ganz, ganz wenig eigentlich. Das Einzige, was wir brauchen, ist einfach eine Fläche, wo wir trainieren können, also sprich Judomatten und dann einfach jeder ein Judoanzug, also mein Partner, ich, ein Judoanzug, also eine Hose, ein Kimono und ein Gürtel und für meinen Partner genau dasselbe, am besten noch, wenn einer weiß hat, der andere hat blau. Also im Endeffekt, um wirklich auch auf dem Turnier kämpfen zu können, braucht jeder 2 Judoanzüge, nämlich einen weißen und einen blauen und dann kann man eigentlich schon kämpfen, also sprich, ein Judoanzug kostet, glaube ich, so zwischen 100 und bis 300 Euro, ein ganz, ganz guter. Also ich würde mal sagen, für 150 Euro kann man schon Judo machen und das ist, glaube ich, nicht so kostenintensiv wie bei anderen Sportarten. Wie bei Elisabeth. Ja, aber im Radsport geht allgemein halt auch viel ums Gewicht. Also auch, das halt dann... Ich sag mal so, Carbon statt Kondition, sagen viele. aber auch beim Mountainbike, wie es hebt. Und es ist ein bisschen anders wie dann auf der Straße mit Aerodynamik. Also Material spielt da schon auch eine Rolle. Aber am Schluss, glaube ich, entscheidet dann der Kopf auch noch mal viel mehr wie das Material. Wir haben halt die Unterstützung, die Radbranche ist einfach groß. Jetzt dank E-Bike, denke ich, schon mal einen riesen Zulauf gekommen. Und ich habe auch gute Sponsoren und bin da gut abgedeckt. Also da kann ich jetzt nicht meckern. Und wir haben ja auch die Teams bei uns, wo meistens Material dann drüber läuft. Also meistens die quasi in meiner Ergebnisklasse fahren, sind eigentlich alle abgedeckt über Sponsoren. Ansonsten kostet so ein Fahrrad auch zwischen, ich sag mal, 5.000 bis 7.000, 8.000 Euro, je nachdem, was halt dran ist. Und ob du jetzt einen speziell Eigenbausattel oder andere Dinge noch hast. Aber ich denke, Carbon ist ja auch beim Kanu drin. Das ist quasi auch bei
Und FES, glaube ich, macht Bahnräder und kann auch Kanus machen. Also Material ist da halt überall mit drin. Ich habe allerdings auch noch einen Judo-Anzug und noch einen gelb-orangenen Gürtel. Das, echt? Ja. Aber das war die Zeit vor dem Radfahren, ja. Aber wie viele Räder hast du? Wie viele Fahrräder? Also Mountainbike habe ich zwei Hardtails und ein Fully und ein Rennrad. Im Cross hast du quasi drei, also ich fahre im Winter noch querfeldein, das ist nicht olympisch, da hast du drei Räder, dass du wechseln kannst im Matsch, also da ist quasi innerhalb vom Rennen Möglichkeit und ja, es sammelt sich dann schon, wir haben noch einen BMXer, wir haben einen Vorcrossrad, dadurch, dass mein Mann halt auch Rad fährt, einen Downhiller und die Kinderräder, also wir haben schon eine Fahrradgarage zu Hause, kann man sagen. Bist du schon mal gestürzt? Richtig gestürzt? Ja. Hat dir deine Judo-Rolle geholfen? Nein, leider nicht, weil also nein. Der letzte krasse Sturz war eigentlich, also einmal hing ein Baum einfach im Weg, da konntest du nichts mehr machen, aber da, wo ich dann mich hinterher geärgert habe, dass ich mich nicht abrollen habe können irgendwie, war eigentlich letztes Jahr, habe ich mit Steißbein dann angebrochen, weil ich dann eigentlich voll auf dem Stein bin. Naja, wenn ich irgendwie anders hätte mich abrollen können, wäre es garantiert nicht passiert. Aber ich weiß noch, wie sie funktioniert und ich habe es schon mit meinen Kids geübt. Also ich kenne jemanden, der hat das Leben gerettet. Also ja, ich kenne auch so große Geschichten, also auch also unglaublich von vielen Freunden, die dann irgendwann mit 18, 19, dann, als sie angefangen haben zu studieren, dann mit Judo aufgehört haben oder mit dem Leistungssport aufgehört haben. Und was ich da auch für Geschichten teilweise mal gehört habe, das ist echt unglaublich, denn irgendwann hat man das wirklich drin, ne? Und man kann sich halt durchs einfache Hinfallen nicht verletzen und das ist extrem cool, ne? Ich meine, keiner fällt irgendwie auf die Schulter oder stützt sich komisch ab, ne? Man hat das irgendwie instinktiv drin, ob man jetzt nach hinten fällt oder nach vorne zur Seite fällt, hat man irgendwann gelernt und das ist echt cool, vor allem für kleine Kinder, ne? Wenn sie sich dann auf einmal abrollen und man da zuschaut und sagt so, boah, Hammer, manch andere Kinder hätten sich richtig verletzt und das Kind rollt sich einfach ab, also es hilft schon extrem viel. Ja, das stimmt. Franz, machst du noch andere Sportarten? Nee. Außer deiner? Nee, ne? Nee. Ich habe keine Zeit. Oder? Na, ich könnte bestimmt irgendwas anderes machen, aber das Kanufahren, das macht mir einen Haufen Spaß und dann mit dem Fahrrad eben immer zum Training, aber jetzt so drüber hinaus noch irgendwas fehlt mir so das Interesse. Da habe ich dann, Fotografie ist meine Leidenschaft, mache ich sehr viel und ja, ich glaube, wir bewegen uns alle sehr viel, also dass ich da nicht noch zusätzlich Sport machen muss. Ja, nee, das ist ja auch so, ne? Wenn man dann wirklich fulltime seinem Job, das ist ja ein Job, nachgeht, dann ist ja auch mal gut, ne? Man kann dann Alternativtraining vielleicht mal einstreuen, aber das hält sich dann ja auch immer in Grenzen. Bei mir war es so, dass ich mal irgendwann Aquajogging machen musste, weil ich einen Ermüdungsbruch hatte, ne? Seitdem, immer wenn ich Wasser sehe, da kriege ich Gänsehaut. Da denke ich, nein, ich will nicht verletzt sein. Also, geht mir genauso. Ja, ne? Geht mir genauso. Oh ja. Aquajogging ist schlimm. Aquajogging, vor allem, ich meine, wir sind ja immer unterwegs und machen wirklich so viele verschiedene Sachen, ja, ob wir es laufen, Krafttraining oder halt in der Judo-Halle trainieren und dann im Endeffekt bist dann wochenlang im Wasser und machst halt diese müden, langsamen Bewegungen und das halt minutenlang und es ist noch kalt und ich hasse Wasser, ich hasse Schwimmen. Ja, das wird nie was für dich. Und dann musst du es machen, einfach um, damit deine Verletzung halt wieder weggeht und damit sich der Körper generell mal dran gewöhnt. Das war für mich auch Hölle, also das war genau. Nee, fällt mir gerade ein hier, wo du so sagst, ja, ne, langsam und so weiter. Wie viel Liegestütz schaffst du, Alex? Am Stück? Ja. Also ich versuche seit Wochen, um mir selbst so ein bisschen eine Challenge zu machen. Jede Woche, also jeden Tag mache ich 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups und 100 Kniebeuge. Und am Stück schaffe ich schon 100, aber dann irgendwann bei 60, 65, 70, da fängt es schon an, ein bisschen zu zittern. Und dann denkt man so, okay, jetzt kommen die ekligen 20, 30 Stück bis 100. Aber es ist unglaublich, ich habe das jetzt vor Wochen angefangen und mache das eigentlich fast jeden Tag. Man wird immer besser, ne? Also ich versuche mir natürlich so eine kleine Challenge zu machen, weil es wird halt ein bisschen langweilig ohne Leistungssport, also vor allem mir, ne? Ich meine, die ersten ein, zwei Wochen sind cool, da kann man sich nur ein bisschen regenerieren, aber irgendwann denkt man sich so, boah, man wird auch gerne mal ein bisschen dieses Kaputtsein und dieses Kribbeln, das fehlt irgendwo und ich hole es mir halt so. Franz, Liegestütz? Ich brauche eine Zahl. Ich habe maximal noch nicht ausprobiert. Ich hatte irgendwann
als ich dann, wie du gesagt hast, Alex, als es dann zu langweilig wurde und man sozusagen der Körper einem gesagt hat, es soll, muss jetzt mal wieder wehtun und so weiter, hatte ich angefangen, dass ich jede Stunde früh 8 Uhr beginnt, bis abends, wann ich im Bett gelegen habe sozusagen, jede Stunde 50 Liegestütze zu machen. Und halt einfach 50 in der Stunde oder am Stück? Nee, sobald sozusagen die volle Stunde rum war, bin ich auf dem Boden, habe 50 Liegestütze gemacht, egal wo ich sozusagen war. Am Stück? Ja. Ja. Ja, und fragst du? Ich übe mal. Als ich aktiv war, also richtig im Saft stand und dachte, ich kann Bäume ausreißen, da war meine Bestleistung 49 am Stück. Ich habe 50 nie geschafft. Ja. Kopfsache. Natürlich. Natürlich. Ich wollte einfach nicht. 49 habe ich mal gedacht, reicht. Ja, wie wichtig ist die Kraftkomponente bei euch, Franz? Du musst jetzt nicht aussehen wie so ein Hulk, aber es ist schon enorm wichtig, dass du eine Körperspannung hast und dass du, also das Wasser ist ja nicht nur, dass das dir hilft, auf Geschwindigkeit zu kommen, sondern du musst ja auch viel gegen das Wasser manchmal arbeiten. Und wenn du dann eben zu schwach bist oder dir das Paddel einfach weggerissen wird durch die Strömung, dann hast du natürlich da, verlierst du wertvolle Zeit. Und es kommt, glaube ich, auf ein gutes Balance an. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht die Stärksten mit dem Bein, aber es, also bei uns die Kraftübertragung erfolgt ja nicht nur übers Paddel, sondern auch, dass es sozusagen der Oberkörper steif ist und dass die Hüfte steif ist, weil du ja sonst das Boot nicht drehen könntest. Und wenn du eben zwar nur dicke Arme hast, aber nicht Bauchmuskeln oder so, dann wird da auch nie was passieren. Und so dass es da, glaube ich, auf eine gute Balance einfach ankommt, dass du an jeder Stelle recht gleich sozusagen verteilt die Kraft ansetzen kannst. Aber ist schon eine krasse Choreografie, ne, die ihr da abrufen müsst, oder? Da muss doch jeder Paddelschlag muss doch passen. Ich glaube, du kannst nach einem Jahr bestimmte Sachen sehr gut abrufen und das immer wieder genau gleich machen, aber in der Regel reagieren wir nur auf die Sachen. Und da zahlt sich dann die Erfahrung aus, weil du eben mit mehr Jahren bestimmte Situationen schon mal erlebt hast und dann genau weißt, so habe ich da reagiert oder das war eben, ging voll in die Hose. Und wenn du das im Wettkampf abrufen kannst, dann bist du natürlich im Vorteil, weil du diese Situation schon mal hattest. Und du sprichst das natürlich vorher ab mit deinem Trainer, wie du an welcher Stelle reagieren wirst. Und in der Regel verläuft auch oft vieles nach Plan, aber das Wasser ist eben nicht immer planbar und dann kommt mal ein Windstoß und das Tor drückst ein Stück weiter rüber oder du bleibst mit dem Paddel am Stein hängen oder was auch immer passiert und darauf musst du dann reagieren und das wird jedem Athleten passieren. Jeder, der auch Weltmeister geworden ist oder irgendwelche anderen Medaillen geholt hat, der wird sagen, in seinem Lauf war nicht alles perfekt, sondern der an der einen kleinen Stelle, da musste ich kurz ein bisschen nachstellen und was mal reagieren und das macht dann sozusagen die Goldmedaille aus, dass du in der Situation eben genau das Richtige entschieden hast und damit auch umgehen konntest. Also wieder mal Kopfsache. Da zitiere ich glaube, den zitiere ich alle 2 Wochen, Robert Harting, den Diskusweltmeister, der sagte, Leistungssport ist 90% Kopfsache und der Rest ist einfach mental. Ja? Also da entscheiden sich dann die Sieger. Du bist jetzt 30 Jahre alt. Wann würdest du sagen, bist du in dieses Alter gekommen, wo du mit Unvorhergesehenem gut umgehen konntest? Was ist das perfekte Alter für euch, für den Kopf? Meinen ersten Einzelerfolg hatte ich so richtig 2012. Also ich habe sehr spät angefangen. Also nicht spät angefangen mit dem Sport, aber ich hatte sehr spät Einzelerfolge. Und ich würde sagen, wann ich das wirklich aktiv steuern konnte, war so 2015, dass ich da am Start stehen konnte und gesagt habe, komme, was wolle, ich werde das Ding jetzt hier runterfahren und dann kommt eine Medaille raus. Und das ist aber, ich habe festgestellt, das ist keine Fähigkeit, die man lange behält. Die geht auch manchmal wieder. Und da das Rezept sozusagen, wer das kennt, dass er das immer wieder hervorrufen kann, diesen Zustand, der kann es mir gerne mal verraten, aber ich habe es noch nicht gefunden. Das ist immer wieder was, wo man, wie man aufsteht, was man zum Frühstück gegessen hat, wie die Vorbereitung war. Also all die Faktoren spielen da rein. Und dann, ja, keine Ahnung, wenn halt dich irgendwer, das ist auch immer das Lustige eigentlich bei uns, an manchen Strecken kommst du als Zuschauer sehr nah an die Athleten ran.
Und wenn du gerade am Start stehst und dann zählt halt der Countdown runter und es sagt noch 10 Sekunden und auf einmal steht 5 Meter neben dir jemand mit einer Bratwurst und isst das Ding gerade und du riechst diesen Duft so und du lässt dich davon ablenken und dann spricht er dich nochmal an und sagt so, hey, der andere, der war noch 3 Sekunden schneller als du beim Vorlauf. Und so eine Situation, die musst du dann halt irgendwie ausblenden können oder cool sein oder du wirst eben komplett wahnsinnig und dann verhaust du das Ding einfach dann geht gar nichts mehr. Aber das kriegst du nach 2 Sekunden eigentlich im Wettkampf, kriegt man das sofort mit, ob das jetzt was wird oder nichts. Ja, okay, dann ist man im Flow oder nicht, ne? Ja. Oder du kriegst ein paar Kinder, Elisabeth. Seitdem die Kinder da sind, sagtest du am Anfang, wird es immer besser. Ja, ich glaube schon, dass einmal der Druck, also bei mir war der Druck, der komplett wegfiel, aber auch, ich habe ja auch spät angefangen im Mountainbiken, also ich bin ja auch auf der Straße gefahren, dann habe ich ja aufgehört, ich habe einen Handwerksberuf ja gelernt und dann kam also, ich... Sag mal, was du gelernt hast? Also ich habe angefangen mit Kälte- und Klimaanlagenbau und Bürokauffrau. Bei den Eltern aber, ne? Bei den Eltern? Ja, genau. Das würde ich sagen, ist ja nicht der typische weibliche Ausbildungsberuf, ne? Naja, ich bin ja damals Straßenrennen gefahren und habe gedacht, ach gut, machst die Ausbildung zu Hause, geht vielleicht einfacher mit dem Sport so. Ja, ja. Und so ganz haben wir es aber dann nicht auf Tasche gekriegt, familiär und ich selber. Habe dann quasi aufgehört mit dem Straßensport, als ich dann eigentlich hätte in die Frauenklasse übergehen sollen. Und habe dann einfach noch eine Bürokauffrau-Ausbildung gemacht und wollte dann woanders arbeiten. Das war dann aber ein bisschen schwer, weil halt dadurch, dass wir einen eigenen Betrieb haben oder meine Eltern, kam ich halt in der Region nirgendwo runter. Dann habe ich halt mal was ganz anderes gemacht. Dann habe ich gesagt, das geht auch nicht als Frau. Also habe ich einen Handwerksmeister dran gesetzt und habe gesagt, mit dem Meister kann man ja noch studieren. Je nachdem, was ich dann studieren hätte wollen. Und dann kam aber die Zeit, dass ich zum Mountainbiken gekommen bin. Und da bin ich aber dann ein bisschen in die Fahrtechnische, ins kalte Wasser gefallen und bin eigentlich immer grün und blau aus dem Gelände gekommen und weiß jetzt, wie wichtig der Rumpf und die Stabilisation ist. Also so wie er auf dem Kanu erzählt, weiß ich auch, dass wenn ich im Kanu gesessen bin, einfach umgeflogen bin auf stehendem Wasser. Das habe ich auch schon probiert. Also gehört da schon viel dazu und das kommt natürlich auch über die Jahre. Und dann macht man das Druck, dann ist Olympia auch so ein Druck, den man halt selber sich ja auch erreichen will. Und dann hat man auch mehr trainiert, wie man vielleicht hat sollen, plus dass ich halt auch immer gearbeitet habe. Und dann kam halt die Zeit nach der Schwangerschaft, da musste ich nicht arbeiten, da gab es Elternzeitgeld, da hat keiner von mir irgendwas erwartet. Die haben mir gemeint, gut, die hat ein Kind, die wird eh nicht mehr schnell Radfahren. Hat auch kein Trainer so richtig einfach mehr dran geglaubt. Und ich habe nur gesagt, ja, ich probiere es halt. Und dann kam ich halt relativ gut zurück, konnte fahrtechnisch halt noch nicht alles so umsetzen. Habe dann auch arg dran gearbeitet. Ich habe mit dem Mentaltrainer angefangen zu arbeiten, weil ich auch nach der Schwangerschaft mehr Respekt und Angst hatte. Also ich bin da nicht mehr hingefallen. Ich weiß nicht, besser konnte, sondern weil ich es einfach nicht mehr riskiert habe. Habe Fahrtechniktraining gemacht und dann in der zweiten Schwangerschaft hat man es eigentlich noch krasser gesehen, was mental ausmacht. Also da war das gleiche Phänomen wieder, nur da haben die damals gesagt, ja, mit 2 Kindern, das ist ja gar nicht möglich. Und da hatte ich auch keine Sponsoren mehr in der Zeit und da war das dann so, wo ich gesagt habe, ja gut, probieren, ne? Und habe dann auch weiter trotzdem mit meinem Mentaltrainer gearbeitet und das ist schon eine wichtige Komponente und auch seit Anfang an stand immer auf meiner Homepage, dass alle Sportler eigentlich physisch super gleich trainiert sind, nur der Sieger ist psychisch stärker. Und das stimmt auch. Also ich versage eigentlich selber meistens über die Psyche, also mental. Und das wirkt sich aber auch auf den Körper aus. Und man kann auch, ich glaube, bei den Läufern haben die das mal getestet, da hast du auch im Videofilm gesehen, wenn du mental anders angespannt bist, läufst du quasi gegen dich selber muskulär. Also bei einem Sprint und dann kannst du gar nicht, dann bist du nicht in dem Flow drin. Wir haben natürlich im Radsport das Glück, wenn wir 5 Runden fahren, dass wir uns irgendwie, wenn wir zwischendrin Hänger haben, uns können wieder mit einem Anker rausholen, was natürlich auf so kurzen Sportarten jetzt wie eine Strecke im Kanu oder wahrscheinlich beim Judokampf es vielleicht schwer ist, dann den Schalter zu drehen, wenn es nicht geht. Also manchmal ist auch bei mir, ich fliege hin und danach läuft das wieder gut, weil dann mein Kopf mal wieder resettet ist. Oder du machst halt irgendeinen Fehler. Also mental ist schon wichtig, daran zu arbeiten. Und auch bei uns in der Nationalmannschaft kommt es jetzt endlich und auch bei den jüngeren Sportlern an. Also es ist so am Anfang immer ein bisschen verpönt, glaube ich, in Deutschland gewesen. Und ich glaube aber, das sollte viel, viel mehr in allen Sportarten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist,
aber mit dem Fokus gesetzt werden, die mentale Arbeit. Also da mache ich viel und arbeite auch mit anderen Sportlern und es ist ja jetzt durch meine Heilpraktiker-Ausbildung natürlich dann nochmal hat sich das alles anders entwickelt, die ich jetzt dann auch noch zwischendurch gemacht habe. Aber da kann man natürlich dann auch selber anders arbeiten. Ja, mal die Frage an euch, Alex, Franz. Ich habe auch gedacht, ne, also vor 20 Jahren, als ich aktiv war, da war das noch nicht die Regel, Mentaltrainer zu haben oder so. Da war man irgendwie, ich lege mich doch nicht auf die Couch da, ne, bin doch nicht verrückt. So nach und nach setzte sich das dann durch. Mittlerweile gehört es ja fast dazu, aber trotzdem bin ich überrascht, wie wenig das teilweise noch angenommen wird. Man hört es immer wieder. Elisabeth sagte gerade, es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, eine ganz wichtige Komponente. Alex, wenn bei dir auf einmal so ein Hühne aus dem Gebüsch kommt, der dich böse anguckt, ja, gehst du damit selber um? Hast du einen, mit dem du da arbeitest, dass das da oben zwischen den Ohren auch stimmt? Also wir haben beim Deutschen Judobund ein Riesenglück eigentlich. Wir arbeiten schon seit über 10 Jahren zusammen. Und sogar so professionell, dass sie auch teilweise mit auf die Vorbereitung kommt und sogar auf viele wichtige Turniere, wie auf eine WM oder EM ist sie dabei. Und aber es fällt und steht alles eigentlich mit dem Trainer. Das heißt, ich habe ja das Glück, dass mein Bundestrainer gerade viel davon hält, das unterstützt. Ich hatte auch schon mal eine Phase, wo ich einen Trainer hatte, der meinte so, wenn du da ein Problem hast, dann komm zu mir, der das gar nicht verstanden hat. Aber ja, wie gesagt, zurzeit habe ich das Glück, dass ich mit einer Sportpsychologin zusammen trainieren und mich unterhalten kann und sie mir halt wichtige Tipps gibt und das schon halt über 10 Jahre. Und das ist halt, das ist auf jeden Fall ja ein Riesenvorsprung gegenüber den anderen auch. Und klar, man macht da viel mit, wenn man da auf dem Turnier ist. Und wie der Franz das auch gesagt hat, vieles entscheidet sich auch, wie steht man morgens auf, wie war die Vorbereitung, wie fühlt man sich. Und manchmal fühlt man einfach, ja, man ist drinne. Und manchmal denkt man sich auch, heute fühlt es sich einfach anders an oder nicht so an, wie es eigentlich sein sollte. Und dann fängt das eigentlich an, alles im Kopf. Und da muss man dann auf jeden Fall sich negative Gedanken halt zur Seite nehmen und sagen, ich unterhalte mich jetzt oder an die Sachen, die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen, beschäftige ich mich dann morgen. Heute ist mein Turnier und heute muss ich positiv denken und dann hat jeder halt irgendwo seine Tricks über Jahre gelernt. Und dann heißt es einfach versuchen abzuschalten und halt fokussiert zu bleiben. Funktioniert nicht immer, aber meistens dann doch schon. Ja, als Sportler, ne, immer im Hier und Jetzt sein, für den Moment leben. Trotz alledem ist der Sport eine Phase, will ich es mal nennen, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Lebens. Habt ihr euch schon über euer Karriereende Gedanken gemacht, wie es danach weitergeht, Franz? Ja, also ich kann mir noch 2024 Paris vorstellen. Und ich bin in der Sportfördergruppe der Polizei Sachsen, sodass ich dort einfach eine Übernahmegarantie habe und im Prinzip das würde dann nach dem Karriereende folgen. Was jetzt in der Polizei, wo es dahin geht, das kann ich jetzt noch nicht sagen oder das findet man noch raus oder finde ich noch raus, glaube ich. Ja, und bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Aber der Plan steht. Elisabeth, du hast ja, das habe ich gelesen, hast auch mal ein eigenes Team gegründet und so weiter. Wenn dir das nicht schnell genug ist oder genug Commitment von Seiten der Wirtschaftspartner, dann nimmst du das selbst in die Hand. Nö, das hat halt, also wie die mentale Komponente halt auch in einem Team wichtig ist, das hat halt damals, ging das dann auseinander und weil ich halt doch lieber gern mein Zeug dann selber mache, habe ich halt dann gesagt und das Glück hatte damals, dass ein Partner an der Seite stand, gesagt, dann machst du halt dein eigenes Team, das war dann so 3 Monate, fast nicht schlafen und das Ding stand, aber ich bin halt, das war 2012 dann eigentlich leistungstechnisch eingegangen, meine Mitfahrer, also ich hatte dann noch andere Teamfahrer, die sind alle besser geworden und haben dann auch eine WM-Medaille geholt und ich war dann halt einfach der Teammanager, aber das hatte ich dann quasi jetzt ein bisschen reduziert und habe das quasi nur noch auch mit Hobbyfahrern, also ich habe so 20, 30 Hobbyfahrer, aber so beruflich bin ich so, dass ich halt jetzt durch den Sport ja dann gemerkt habe, wie wichtig Gesundheit und mentale Stärke ist und habe dann ja meinen Heilpraktiker in der zweiten Schwangerschaft oder ersten, zweiten Schwangerschaft noch nebenher gemacht. Und habe eine kleine Praxis,
wo ich jetzt noch nicht bewerbe, aber halt ausbaue. Ich arbeite eher mit Sportlern. Und wir haben einen Radservice nebenher ausgebaut, wo wir abends quasi betreiben, wo wir halt den Support geben mit Fahrtechniktraining und Sitzeinstellungen und auch Leistungsdiagnostiken, wo wir halt eh schon uns halt immer noch das Zubrot für die Familie dazu verdient haben, weil ich zwar schon gut aufgestellt bin über die sportliche Geschichte und meine Partner, aber ich habe halt eine Familie und mein Mann steht ja auch hinter mir und muss meine Kinder, müssen wir halt zusammenarbeiten und so kam das. Also, und mein Bruder ist in meinen elterlichen Betrieb eingestiegen und somit bin ich da raus. Aber ich bin Sportler, ich bin selbstständig, ich kann mir auch, baue mir halt selber mein eigenes auf. Und das war halt so angedacht für nächstes Jahr dann, ich sage mich, medial und verbial das zu bewerben. Und jetzt warte ich einfach noch, ansonsten lerne ich und mache halt das, was durch Mundpropaganda zukommt und wie ich die Zeit habe. Aber konzentriere mich natürlich hauptsächlich auf den Sport. Ja, du hattest gerade nochmal angesprochen, dein Mann, ne, der ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Wie viel muss der abfedern? Wie viel Mutter muss der auch sein? Diese klassische Rollenverteilung, die man so allgemein kennt, die ist ja bei euch anders. Ja, also es ist schon Mama, ich glaube schon Mama für die Kinder, weil das ist eine andere Bindung. Aber ohne meinen Mann würde ich gar nicht mehr Radfahren, weil ich, also ich hatte halt nach der Schwangerschaft, war es schon so, boah, ich will eigentlich nicht mehr. Und dann war, ja, jetzt machst du die deutsche Meisterschaft noch. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, dann bin ich deutsche Meisterin geworden. Dann durfte ich zur WM und dann habe ich gesagt, ja, dann höre ich halt nach der WM auf. Dann war ich da Fünfte und dann habe ich gedacht, oh nee, darfst du mir zum Weltcup? Und dann hat er mich so ein bisschen eigentlich über die Durststrecke und auch mein Hobbyteam, also mein Racingteam, ohne die wäre ich eigentlich auch nicht da, weil es schon hart ist, das da alles unterzukriegen. Und er ist einfach der Gegenpol komplett von mir. Also ich bin eigentlich voll wenig Schlaf und Vollgas und er ist eigentlich so, er übernimmt das, was ich ihm dann da auftrage, was in meinen Kopf kommt. Und er ist halt auch der Mechaniker im Hintergrund. Also er kommt aus dem Handwerk, was ganz anderes eigentlich, also Zimmermann. Und ich aber seit der 10 ist selber alle Radsportdisziplinen durchgemacht. Also von Straße, Bahn, BMX. Und somit ist er da auch voll drin, was Mechanik angeht und hat den Teil halt übernommen, auch in unserem Team. Gibt aber manchmal halt schon auch Stunk, aber ist halt so, wenn man im Familienbetrieb ist. Aber ja, wäre ich auch nicht da. Ja, sehr gut. Ich glaube auch, das ist auch ganz normal. Alex, du bist mit 29 Jahren hier der Jüngste in unserem Kreis. Du kommst auf keine U30-Party. Nee, U30, Ü, muss man ja sagen. Mist. Ja. Machst du dir Gedanken über die Zukunft? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch nicht der Jüngste bei uns im Team. Ich bin eigentlich einer der Ältesten. Und klar, beim Judo braucht man sehr, sehr viel Erfahrung. Und meistens sind bei uns die Athleten erfolgreich, die nicht gleich 18, 19, 20 oder 22 sind, sondern halt eher älter, weil die Erfahrung ist bei uns super, super wichtig. Ja, ich mache mir auf jeden Fall schon die Gedanken darüber, was ich danach machen möchte, aber ganz genau bin ich mir da aber nicht ganz sicher. Also ich bin wirklich stolz, dass ich von der Bundeswehr unterstützt werde, bin halt in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und ich möchte auf jeden Fall erstmal bis 2022 weitermachen, auch bis 2022, weil 2022 wird es auch wieder eine Weltmeisterschaft geben. Und wenn ich es auch dorthin schaffe und eine Medaille mache und mich gut platziere, dann bin ich mir auch sicher, dass ich auch nochmal 2023 und 2024 mache. Aber für mich ist es halt super wichtig, dass ich auch Erfolge bringe. Weil wenn ich keine Erfolge bringe, dann muss ich auch irgendwo eingestehen und dann einfach sagen, ja, die Jungen, die stehen da und die wollen auch Medaillen holen und haben auch das Zeug, Medaillen zu holen. Und irgendwann muss man sich auch selbst eingestehen, so, ja, vielleicht ist es jetzt die Zeit gekommen, um einfach mal Stopp zu sagen. Noch fühle ich das nicht. Ich bin es mir aber bewusst und ja, man muss einfach mal schauen, was sich so in den nächsten ein, zwei Jahren gibt. Und vielleicht wird es noch 2024 geben oder auch nicht. Das weiß ich noch nicht. Okay. Eine Frage. Ja. Eine Frage zur Weltmeisterschaft bei dir, Alex. Oder auch bei dir, Elisabeth. Ist es leichter, bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu holen oder bei der Weltmeisterschaft? Die Frage kann ich dir gerade nicht beantworten, weil ich noch nie bei den Olympischen Spielen war. Ja, ich war auch. Man sagt, dass es bei den Olympischen Spielen einfacher ist, weil viel weniger auf die Olympischen Spiele fahren dürfen. Bei einer Weltmeisterschaft ist es so, dass zwei Teilnehmer, also jetzt sag ich mal zwei Deutsche bis 81, bis auf die Weltmeisterschaft fahren dürfen. Bei den Olympischen Spielen ist es wiederum so, dass nur einer fahren darf. Wenn man sich überlegt, dass, sag ich mal, der
Weltranglisten erster Japaner und der Weltranglisten zweiter Japaner jeweils Olympiasieger werden können. Und bei Russland ist es auch nicht ganz anders. Dann ist es natürlich einfacher, bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu machen, weil dann muss man einfach nur das Glück haben, dass der Japaner im anderen Pool ist. Und dann ist es schon die halbe Miete. Aber man sagt, dass die Olympischen Spiele einfacher zu gewinnen sind als eine Weltmeisterschaft. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Frage für den Kopf. Ne? Ich meine, man weiß ganz genau, eine WM ist jedes Jahr, dann hat man nächstes Jahr wieder eine Chance. Und bei den Olympischen Spielen ist dann halt Druck viel, viel größer. Und ich glaube, da entscheidet sich auch extrem viel im Kopf. Ne? Für manche Athleten ist es vielleicht ein Vorteil und für manche natürlich ein Nachteil. Das kommt drauf an. Ja, bei uns weiß ich auch nicht genau. Also wir haben halt auch weniger Starter, sind nur 40, aber es sind trotzdem die Besten bei uns eigentlich dabei, weil wir haben bei dem Nationenranking halt, dass wir immer von jedem Land drei, in die ersten zwei, drei, dann zwei lang und ganz am Schluss nur ein pro Land mit darf. Und das sind natürlich bei den Frauen, die, ja, Schweiz hat die einzige Land, wo eventuell vier von den Top Ten dabei sind, aber sonst sind eigentlich bei uns schon auch alle guten mit am Start. Ich denke, das ist 50-50, also gleich eigentlich. Also okay. Es kommt halt weniger einem in die Quere. Wenn man jetzt einen schlechten Start hat, kann es vielleicht besser überholen, wenn du eine Strecke hast, die so gebaut ist, was jetzt in Japan nicht so der Fall ist, muss ich sagen. Ich glaube, die beste Antwort kannst du geben, Franz. Was ist denn für dich einfacher, eine WM oder eine Olympiamedaille? Ich habe WM-Medaillen, aber bei den Spielen war ich Vierter. Der tut mehr weh. Bei uns ist es, also der Weg zu den Spielen ist härter, aber bei den Spielen kannst du, würde ich sagen, eine leichtere Medaille gewinnen, weil nur einer pro Nation startet und auch nicht alle Nationen starten dürfen, sodass eigentlich das Teilnehmerfeld ja viel dünner ist als bei einer Weltmeisterschaft, wo jede Nation drei seiner besten Athleten hinschicken darf. Und die haben natürlich dann alle, also es kann auch sein, dass dreimal Slowakei auf dem Treppchen steht und du bist der doofe Vierte sozusagen und das kann bei den Spielen nun nicht sein. Also da könnte man dann direkt Zweiter sozusagen sein. So ähnlich wie bei uns, genau. Ja. Machst du jetzt Mentaltraining und dann wirst du nicht Dritter, dann wirst vorne oder nicht Vierter und dann geht es weiter nach oben. Und dann Erster. Ja, richtig. Genau. Ja. Beim nächsten Mal habe ich das vor, auf jeden Fall. Dann sind wir uns einig. Sehr gut. Läuft hier. Bei euch läuft. Hey, ich frage hier vor einer Stunde, so Fragen bitte an, Hashtag und so weiter, ne? Und denke immer, warum kommen die Fragen nicht, verdammt Axt? Ja, hier, zwei Finger runterscrollen, hätte ich mal machen sollen. So, jetzt sind die Fragen, die sind schon lange da. Jetzt kommen sie. Anne-Elisabeth, kommen deine Kinder mit nächstes Jahr nach Tokio? Ah, ist eine lange Reise, aber ich würde sie gern mitnehmen, aber also dieses Jahr hätten wir es eigentlich jetzt noch nicht gemacht. Also das war noch so, ich bin ja mit Vorbereitung dort, ich glaube wahrscheinlich weniger, weil sie dürfen ja nicht zu mir und es tut mir dann viel mehr weh, wenn wir dann in Abstand sind. Okay. An Franz, was müssen die beiden anderen im Olympischen Dorf auf jeden Fall machen? Was für Tipps hast du? Wenn man ins Verpflegungszelt reinkommt, das ist ja ein Riesenteil. Da hast du ganz viele Stationen, wo du Essen holen kannst. Und gerade für dich, Alex, tut es mir leid, ihr müsst ja aufs Gewicht achten. Wir können da voll reinhauen. Und das war auch tödlich, weil wir sind zwei Wochen vorher angekommen. Wir waren die Ersten im Dorf. Und ein Leistungssportler, der geht halt ans Buffet und denkt sich, der Teller kann nicht groß genug sein. Und du stopfst dich da voll und denkst, ja, es gibt morgen nichts mehr. Aber die zaubern jedes Mal was Neues. Also das war schon, das war cool. Dann gibt es da so Wettfressen, ne? Der Kugelstoßen. Es hat kein Ende genommen. Wer kann am meisten Chicken McNuggets essen? So, ich wiege 130 Kilo, du 72 und dann müssen die halt, ja, muss er doppelt so viel essen. Und die hat mit 25 Chicken McNuggets vorgelegt und dann hat der Kugelstoßer sich, laut Legende, ich war nicht dabei, aber über 70 reingehauen. Die Küche hat nie zu. Nee, Wahnsinn, oder? Morgens, die ganze Nacht alles warm und verschieden. Ja. Okay, geil. Ich kenne das Wissen vom European Games. Ja. Das war genauso. Ja. Allein das ist schon ein Grund. Ja, dann haben wir immer Nachteile, Mann, weil wir sind ja fast nie da, wo ihr seid. Okay. So, Anne-Elisabeth, du hast mehrmals gesagt, dass es auf den Kopf ankommt. Wie trainierst du das? Also ich habe mit Michael, meinem Mentaltrainer, angefangen. Wir haben viel mit, also am Anfang gab es, dass man quasi 1:1 Gespräche hat und das natürlich aufgearbeitet hat, erstmal, wo das Problem hängt, was ich aktiv im Wettkampf machen kann.
Und dann ging es immer mehr auch dahin, die mentalen Blockaden, die von außen und über die Jahre dazu kamen, quasi, also du schreibst ja dir eigentlich ein inneres Programm, du kommst auf die Welt und weißt ja noch gar nichts, was so passiert, und mit jedem Tag, mit jedem Ding, was passiert ist, tust du dir deine eigenen Blockaden schreiben oder auch Erziehung oder auch die Trainer schreiben dir Blockaden, ohne dass du es bewusst merkst. Und da geht es darum, dass man halt die Blockaden langsam auflöst, auch wenn man es nicht weiß, und das haben wir oft mit Hypnose gemacht. Dann gibt es noch das Rapid Eye Movement und Wing Wave, das macht zum Beispiel unsere Hannah Klein gut, die selber auch Rennen gefahren ist und auch teilweise bei uns auf den Wettkämpfen jetzt dabei war und jetzt neu hoffentlich auch öfters mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Da geht man auch an die Technik. Das kann man relativ leicht auch lernen. Und da kann man halt an, über Gefühlen auch arbeiten, weil, wie ihr auch gesagt habt, man steht morgens auf und man weiß jetzt nicht, was ist anders oder warum fühle ich mich heute einfach nicht so. Und dann kann man über die Gefühlssteuerung auch arbeiten, ohne dass man eigentlich jetzt wirklich weiß, was der ausschlaggebende Punkt ist. Und da ist halt wichtig, dass man wirklich jemand hat, der einen kennt. Also ich habe ja letztes Jahr ein Rennen gedacht, ich hätte gewonnen und war aber eine Runde zu früh. Und danach war ich, also ich war so fokussiert, da ging es um Fokussierung eigentlich, dass wenn man halt so fokussiert, dann kannst du auch alles aus dir rausholen, dann merkst du die Schmerzen nicht mehr, ja. Aber ich war halt so fokussiert, dass ich nicht mehr mitgekriegt habe, wie viele Runden ich habe fahren müssen. Und danach war ich halt mental total am Ende. Also das war auch, ich lache heute drüber, auch wenn ich andere Leute noch ansprechen, deshalb kennen mich viele besser. Aber es war schon, wo ich auch lang gehadert habe. Also die Wettkämpfe danach waren nichts mehr. Also ja. Das sind auch so Dinge, wo du wieder rausarbeiten musst. Und die Schwierigkeit ist, fokussiert zu bleiben, aber genügend Aufmerksamkeit zu haben für die Umwelt außenrum. Ja, oder wie die Zuschauer, dass die dann nichts da reinreden. Oder der Trainer nicht irgendwie sagt, ja, da kommt eine von hinten. Und dann drehst du dich halt auch noch um. Also da muss man auch mit seinem Umfeld arbeiten und sagen, hey du, das will ich nicht, das will ich. Und ansonsten bleib, wo der Pfeffer wächst und sagt halt nichts. Ja. Also verschiedene Methoden. Viele Möglichkeiten, ne? Viele Möglichkeiten. Man muss die richtige für sich entdecken, ja, erkennen. Ja. Echt stark. Ja, an alle noch einen Gruß. Ich wünsche euch allen eine verletzungsfreie Vorbereitung und alles Gute für Tokio. Ja? Das ist ja immer das Allerwichtigste beim Sportler, dass er gesund bleibt. Der Rest kommt von alleine. Ja, dann seid ihr alle Einzelsportler. Ja, erwartet ihr bei den Spielen ein ganz neues Gefühl, wenn ihr Teil einer Mannschaft, eines einzigen Teams seid? Was bedeutet das für euch? Also wer die Eröffnungszeremonie oder die Abschlusszeremonie mitmachen darf, da kriegst du das Gefühl, dass du ein Team bist. Und auch jetzt, wenn du dir im Deutschen Haus begegnest und so weiter, das ist schon cool, dass alle gleich laufen, gleich aussehen und das im Prinzip auch präsentieren, den deutschen Adler. Aber beim Wettkampf, glaube ich, ist das nicht so, dass du jetzt daran denkst, dass ich jetzt für die Mannschaft den Sieg hole, sondern du stehst da am Start, glaube ich, und holst den für dich, weil das ist, bei uns ist Olympische Spiele das Größte einfach für den Sportler und ich glaube, bei vielen anderen auch. Und ich glaube, wenn du dir da noch den Druck machst, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, die Last von halb Deutschland sozusagen liegt auf meinen Schultern. Ich weiß nicht, wer das in Motivation umwandeln kann, aber das muss schon, glaube ich, sehr viel bewirken und deswegen habe ich das zumindest ausgeblendet. Also ich habe das jetzt nicht noch zusätzlich als Motivation oder sowas betrachtet, sondern das wäre, glaube ich, bei mir eher ein Druck gewesen, das so zu machen. Wie ist bei den anderen? Alex? Also, oder ja, Elisabeth? Ja, also bei mir ist wir sind ja einfach auch oft, also unser Team hat ja auch Mechaniker und ich sag mal der Trainer und das gehört ja auch dazu. Also wenn das harmoniert, finde ich, ist schon ein tolles Team. Und so wie du sagst, mit dem Druck, wenn man sagt, ganz Deutschland steht dahinter, im Endeffekt geht es, glaube ich, in jedem Wettkampf darum, wenn du Motivation aus dem Team schöpfen könntest, also ich kann es auch nicht immer, man denkt ja auch immer, wenn man jetzt auch noch Konkurrenz bei sich hat, ja, der ist ja besser oder so, dann könnte man aber wahrscheinlich sogar mehr Energie mitnehmen, wenn man das schaffen würde, anstatt sich das in den Druck umzuwandeln. Ich schaffe es selber nicht wirklich, aber man merkt es jetzt bei uns im Frauenweltcup, wenn man untereinander auch konkurrenzmäßig mehr miteinander macht, dann fährt es sich viel leichter, wie wenn du immer sagst, du fährst gegen jemanden anderen. Ich glaube, das ist aber noch eine Hürde, die jeder Sportler für sich selber extrem hat. Und die, wo das können, das sind aber auch die, die dann wahrscheinlich wirklich erfolgreich sind, weil die kämpfen ja nicht mehr gegen jemanden, die kämpfen ja eigentlich, ja, oder auch nicht gegen sich mehr, ja. Und
das vielleicht als Mannschaft dann, wenn ich jetzt dabei sein könnte in Olympia, wäre das natürlich ja insgesamt wahrscheinlich der Hammer, das drumherum, auch mal die anderen Sportler kennenzulernen, wie jetzt euch. Wir schaffen es ja nicht mal innerhalb von der Radsport-Nationalmannschaft, also wo Bahn, Straße, BMX, alles drin ist, Kontakte zu knüpfen. Ja, also ich finde es jetzt schon cool, dass man hier mit anderen Sportarten hat, weil man lernt natürlich auch viel von, kann viel von anderen Sportarten lernen. Also ich gucke mir auch immer gerne mal in anderen Trainings was ab oder ja, weil unser Körper ist am Schluss gleich. Wir haben halt andere spezifische Sachen. Ja, ja, für uns ist die Frage sehr interessant, weil im Endeffekt, ja, wir sind eine Einzelsportart, im Endeffekt gehe ich auf die Matte und kämpfe für mich alleine, aber fürs Training brauchen wir ein Riesenteam. Das heißt, fürs Training brauche ich nicht nur einen Trainingspartner, sondern ich brauche am besten 10 oder wie in Japan 20, 30 Trainingspartner in einem Training eigentlich. Und das ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches, dass wir auf jeden Fall zum Training extrem viele verschiedene Partner brauchen, um wirklich besser zu werden und voranzukommen. Wir haben auch die Möglichkeit bei Olympischen Spielen, das ist das erste Mal eigentlich in der Geschichte vom Judo, wir können bei den Olympischen Spielen als Teammix jetzt eine Medaille holen. Okay. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, 3 Männer, 3 Frauen aus Deutschland kämpfen gegen 3 Frauen, 3 Männer aus einer anderen Nation. Und die gehen natürlich alle zusammen auf die Matte, verbeugen sich, gehen wieder zurück und dann kämpft eine Gewichtsklasse gegen die andere Gewichtsklasse und dann werden die Punkte zusammengezählt und dann die Mannschaft, die am meisten Punkte hat, gewinnt halt und ist eine Runde vorne. Und da sind wir als Deutschland eigentlich extrem gut und haben auch wirklich eine Riesenmöglichkeit, eine Medaille zu holen bei den Olympischen Spielen. Und deswegen, ja, irgendwo sind wir eine Einzelsportart, du schaffst es, eine Medaille zu holen als Einzelsportler, aber du hast auch die Möglichkeit, bei Team Mix hoffentlich auch im Jahr 2021 eine Medaille zu holen. Also eigentlich ist es bei uns so eine kleine Ausnahme. Ja, und das Schöne ist, Deutschland freut sich dann, wenn ja, die deutschen Sportler erfolgreich sind, werden dann zu Hause gefeiert und gebührend empfangen. Das ist immer wirklich eine schöne Zeit. Ich werde es vermissen dieses Jahr, dass es 2020 nicht stattfindet. Wir hoffen alle auf 2021 und wir haben uns vor 2 Wochen schon drauf geeinigt. Wir gehen davon aus, ganz fest, dass 2021 in Tokio die Olympischen Spiele stattfinden. Dafür wünsche ich euch, ihr lieben drei, alles, alles Gute, viel Gesundheit. Vielen Dank für diese tolle Stunde mit euch. Bleibt gesund, behaltet euren Fokus und eure Leidenschaft für eure Sportart. In 2 Wochen sehen wir uns hier wieder. Gäste sind diesmal Emma Hinze. Ich fange ein bisschen an zu schmunzeln. Caroline Schäfer, 7-Kampf und Kai Kaczmirek, 10-Kampf, das wird ein Heimspiel, da darf ich keinen Mist erzählen. Die werden mich sofort korrigieren und erwischen dabei. Nein, also da freue ich mich auch schon drauf. Wie hier, euch dreien nochmal vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank an alle Zuschauer da draußen. Alles ja, Gute. Vielen Dank. Bleibt gesund, genau. Das ja, sind unsere olympischen Sportler. Und wir drücken die Daumen, dass wir uns ganz bald in Tokio dann wiedersehen. Dafür alles Gute, gute Nacht, schlaf gut und zurück in alle angeschlossenen Sendehäuser. Haut rein, vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke.